Die soziale Plattform Plan for Future kooperiert mit dem Volkstheater Rostock, um noch mehr für den Artenschutz zu tun. Am 13. Juni wurde an einer Giebelwand in der Windmühlenstraße ein Bild der Graffiti-Künstler Ole Vogelmann, Sebastian Vogelmann und Tino Bartos enthüllt. Zentrales Motiv: ein Baumsteigerfrosch, der in Amazonien beheimatet ist. Etwa 170 verschiedene Arten dieser kleinen farbenfrohen Frösche gibt es derzeit noch. Die hier dargestellte ist besonders selten und vom Aussterben bedroht. Ole Vogelmann ist Mitglied bei Plan for Future und will alles dafür tun, um den Lebensraum des Frosches zu erhalten. Wir waren im Amazonas gewesen und haben unter anderem das Habitat von diesem Frosch gefunden. Wir haben gezielt nach diesem Frosch gesucht. Der wurde vor 130 Jahren entdeckt, dann 130 Jahre nicht mehr gesehen, 2011 wiederentdeckt. Und als wir jetzt in seinem Waldstück waren, was vielleicht 5 Fußballfelder sind, mussten wir feststellen, dass die Bodenvegetation bereits bereinigt wird. Und das sind so die ersten Arbeiten, die unternommen werden, bevor gerodet wird. Und das hat uns erschrocken, und als wir wieder in Rostock waren, haben wir ja alles in Bewegung gesetzt, um Kontakt zu dem Eigentümer herzustellen und ihm das Land abzukaufen. Nun müssen die engagierten jungen Leute möglichst schnell Geld für ihr Vorhaben akquirieren und suchen Partner. Die ersten haben sich schon gefunden. Neben dem Volkstheater unterstützen auch der Rostocker Eigenbetrieb für Objektbewirtschaftung, KOE, und der Rostocker Zoo das Projekt. Wenn wir mit dieser Truppe eng zusammenarbeiten können und zum Beispiel das Projekt auch bei uns im Zoo vorstellen können oder gar so weit gehen, eine Baumsteigerfroschart zu zeigen, die das dann wirklich auch repräsentiert, die diesen Lebensraum, der da schützenswert ist, Amazonien, dass wir das im Zoo präsentieren können und damit auch nochmal unterstützen. Guckt mal in der Stadt, was die Leute tun, ne? Und wie könnt ihr selbst auch nochmal mitmachen. Das wäre großartig, wenn wir das hinbekämen. Im Auge des Frosches ein mahnendes Detail. Ein Harvester als Symbol für die Abholzung. 3 Wochen haben die Graffiti-Künstler an der gesamten Wand gearbeitet. Wer helfen möchte, den Lebensraum dieser und vieler anderer bedrohter Arten zu erhalten, findet Informationen auf der Website von Plan for Future. Bei uns kann man für 5 Euro 1 Quadratmeter Amazonas-Regenwald und einen Baum, also schützen und einen Baum pflanzen. Das ist genau das, was jeder bei uns tun kann. Und das geht ganz einfach. 3 Mausklicks und dann hat man schon für 5 Euro was Gutes getan. Für alle Graffiti-Fans lädt das Volkstheater übrigens am 25. Juni zur Graffiti-Jam auf dem Theatervorplatz. Natürlich wird sich der Wettbewerb dem Thema Regenwald widmen.